Herrschaften, hier ist Ihre lustige Einmannsekte im nicht mehr ganz dichten Kölner Dachstübchen. Noch 27 Tage bis zum Weltuntergang. Hier ist Tagesschau. Guten Abend. Bei einer Kundgebung der Kleinpartei AfD in Bremen ist deren Vorsitzender Lucke von zwei Störern geschubst worden. Das ist unanständig, das ist gewaltsam und das nutzt nur den Extremisten, zum Beispiel der AfD. Ja, sagen die, was ist das denn jetzt für eine Meldung? Fragen, brauchen wir jetzt für jeden Sack Reis eine gesetzliche Unfallversicherung? Die anderen sagen, ey, Lucky Lucke und jetzt aber los, unverhaftter Wahlkampfkracher. Und schon sagt er, er sei schockiert und empört über den Vorfall. Da hat er auch recht, das ist auch einfach Mist, da jemand von der Bühne zu schubsen. Weil er aber auch Professor für Wirtschaft ist, weiß er, wenn die Firma erstmal halb am Arsch ist, hilft meist nur noch ein Vergleich. Etwa der hier. Schlägertrupps wie seinerzeit in der Weimarer Republik. Da zeigt Lucke zunächst einmal, warum Professor für Geschichte nicht so sein Ding gewesen wäre. Doch schon naht Hilfe, bis über die Zähne mit einer brutalen Bildtonschere bewaffnet, der Videonachrichtendienst Zoom In. In Bremen haben 20 bis 25 Angreifer am Samstag eine Wahlkampfveranstaltung der Partei Alternative für Deutschland, AfD, gestürmt. Während einer Rede des Parteivorsitzenden Bernd Lucke rannten einige der Vermummten auf die Bühne und schubsten Lucke zu Boden. Ja, lassen Sie sich nicht täuschen, nur weil Ihre Augen da gerade ein anderes Bild liefern. Mit bloßem Auge erkennt man da zwar nur einen, dann zwei erschütternd teilentmummte. Aber die AfD selbst sprach von 6 bis 7 Vermummten. In Euro, in D-Mark also vermutlich 14 oder 90. Focus Online bot 8, die Welt bis zu 20. Die Agentur AfP zählte 20 bis 25 Angreifer. Und Bild.de sah einen Messerangriff auf AfD-Chef Lucke. Die Annahme der Polizei, es handele sich um vermutlich dem linksextremen Lager zuzuordnende Angreifer, rundete Professor Lucke einfach mal auf zu Fakten, es sei an der Zeit, die Geduld mit linksextremen Gruppierungen aufzugeben und offensiver mit kriminellen Strukturen umzugehen. Dieser Trick, auf eine bloße polizeiliche Vermutung hin die Staatskrise auszurufen, könnte einen zu Vergleichen hinreißen, etwa mit Weimar, wenn man in der Wirtschaft studiert hätte. Die AfD nennt so etwas Mut zur Wahrheit. Meint aber sicherlich auch und ist uns nicht böse, wenn wir sagen, Wut zur Mehrheit, die nimmt sie gerne mit. Und genau das wird an der AfD-Basis auch schon verstanden. Ich habe einen Gruß an die Göttinger Grünen, der Jugendverband der Grünen. Ich bin ja auch bei der Alternative für Deutschland aktiv, ja, und ich freue mich schon auf unser Zusammentreffen. Ja. Ich freue mich sehr darauf, da ihr ja Gewalt anwenden wollt, liebe Grüne. Ich sage euch, ich bin dazu auch in der Lage und ich werde das genießen. Ja. Ich werde die Selbstverteidigung genießen. Anderes Thema. Oft fragen mich Menschen, ey Friedrich, wenn du blöde Hackfresse sagst, was meinst du da eigentlich? Aber zurück zum AfD. Letzte Woche ist sein Kernthema Griechenland und der Euro im Wahlkampf angekommen. Nur die Partei dümpelt immer noch rings um 3%. Liebe AfD, wenn ihr neben dem Euro auch was gegen politische Gewalt tun möchtet, sucht das Gespräch mit eurer Basis. Und da sind wir wieder im aktuellen Kochstudio, diese Woche mit einem Mann, der bei Roland Koch niemals durch den Einbürgerungstest gekommen wäre. Problemfeld Sprachkompetenz. Hessen stark, muss stark bleiben, deshalb CDU wählen. Deutschland stark, muss stark bleiben, auch CDU wählen. Sprechen, Inhalt, Volker, yeah. Verdächtiger Nachname, Bouffier, klingt hugenottisch, aber der Mann hat 104% Apfelsaft in den Adern und führt den Wahlkampf so richtig aus dem Bauch aus. Hessen und Trinken, die neue Mitgliederzeitschrift der hessischen CDU, ist so toll, dass wir sie extra dafür erfunden haben. Wer könnte dazu schon Nein sagen? Diese hier nicht. Ja? Ja. Ja. Na klar. Ja. Jo. Ja. Was will uns die Hessen-CDU mit diesem Werbespot sagen? Vermutlich doch, dass demnächst die Salzstangen und auch die Erdnüsse in Hessen Wahlrecht genießen, im Gegensatz zu irgendwelchen Ausländern. Oder es war in Wiesbaden einfach Jahrmarkt. Ende letzten Jahres legte Bouffiers Regierung 80.000 Euro an für eine Stimmungsumfrage. Ergebnis: Hessen fühlt sich durchaus wohl in Hessen und die gute Nachricht, es möchte vorerst auch dort bleiben. Eisiger? Ja! Hier gefällt's mir, hier finde ich's gut. 96% fühlen sich heute wohl in Hessen. Und bleibt das jetzt so? Ja.
Ja. Sonst haut dich der Onkel. Die Opposition schäumte. Wichtige Fragen bei dieser Umfrage, die dem Werbespot zugrunde liegt, seien ausgeklammert worden. Das ganze Ding sah rausgeschmissen Geld. Doch auch Volker hört die Signale und zeigt sich enttäuscht. Sein aktueller Wahlwerbespot enthalte noch Spurenelemente von politischen Inhalten und sei nur zu 96% sinnfrei. Zufrieden bin ich erst, wenn es 100% sind. Für die nächste 80.000-Euro-Untersuchung werden deshalb neue Fragen vorbereitet. Wie etwa, war früher alles besser? Ja. Oder willst du 50 Euro? Ja, klar. Oder natürlich, bleibt Volker Bouffier Ministerpräsident? Na klar. Wofür brauchen wir ein Ministerium? Die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt, sagte der legendäre FDP-Minister Günther Rexroth. 20 Jahre später gibt es das Ministerium drolligerweise immer noch, inzwischen allerdings konzentriert auf eine Marktnische, Filmproduktion. 365 Filme bietet die Website des Wirtschaftsministeriums. Actionreißer wie Die Trojaner, Der Virus, Der Wurm und die Super Cyber Force. Es gibt auch eine Doku-Soap, das sind die Energiereporter. Seit wenigen Tagen nun neu im Repertoire der nachdenkliche Autorenfilm Zwei wie Pech und Schwafel. In den Hauptrollen der Wirtschaftsminister und der FDP-Chef. Beide heißen Philipp Rösler und hoffen, dass das niemals rauskommt. Denn mitten im Wahlkampf könnte so ein Film aus Steuergeldern missverstanden werden. Es gibt ein paar feste Termine, das ist morgens die sogenannte Morgenlage. Da um 7.50 Uhr, damit fangen wir an. Eine Telefonschaltkonferenz mit den Pressesprechern, Staatssekretären, wird darüber gesprochen, wie ist die politische Lage, muss man etwas machen, wollen wir etwas machen? Nö, müssen wir nichts machen, haben wir um 8 Uhr Feierabend und machen nichts. Wir werden jetzt in den nächsten 3 Jahren das machen, was wir in den letzten 10 Monaten als Bundesregierung gemacht haben, nämlich nichts. Ja, das ist eine Parteispende von uns, haben wir da reingeschnitten. Und es ist ja auch völlig falsch. Nach dem reißerischen Einstieg, den wir eben sahen, zeigt die Kamera klassisch dokumentarisch in langen, ruhigen Einstellungen den langen, ruhigen Arbeitstag von Philipp Rösler. Im Imagefilm unternimmt Rösler keine Reisen, etwa um neue Märkte zu erschließen. Im Kabinett fehlt er entschuldigt, ja klar, Dreharbeiten. Und Firmenbesuche in Deutschland gibt es auch nicht. Stattdessen zeigt uns der FDP-Chef einen FDP-Chef. Otto Graf Lambsdorff, der ein Wirtschaftsminister war, wie im Buche steht. Und zwar im Strafgesetzbuch. Lambsdorff war wegen Steuerhinterziehung vorbestraft. Unrechtmäßige Parteienfinanzierung, da kann man noch viel lernen. Im NRW-Wahlkampf 2012 half die FDP-Bundestagsfraktion und bezahlte Flyer für die Landespartei. Und einen aufwendigen Kinowerbespot. Freiheit bewegt. Ja, super. Das NRW-Verfassungsgericht rügte diese Vermischung von Wahlkampf und Staatsknete, ein Aspekt, der komplett fehlt im Imagefilm von Philipp Rösler. Die FDP kämpft gegen Staatsknete, indem sie sie ausgibt. So, da sind wir wieder im großen Bäumchen-Wechsel-Dich-Hütchen-Spiel-Dingsgedöns der Top-Wahlformate der deutschen Fernsehsender. Letzte Woche war ja Per Steinbrück bei RTL. 20% auf alles außer Tiernamen. Diese Woche musste die Kanzlerin hin. Am Küchentisch mit Peter Klöppel und zum Abendessen gibt's Bürger. Merkel hatte sich auf eine weitere Runde Meerschweinchenschmähungen eingerichtet, doch es kam noch härter. Ich würde Sie gerne mal in meinen Garten einladen und wir ernten meine Kartoffeln. Ich würde Sie gerne zu meinen Freunden und zu mir nach Hause einladen. Vielleicht gehen wir mal shoppen, Handtaschen. Wir würden nach Ihrem Rezept eine Kartoffelsuppe kochen. Ganz lockeres Gespräch bei Kaffee und Kuchen. Oder Handtaschen, das eine Handtaschen kaufe ich sehr gerne. Ich auch. Ah, ich kaufe so gerne Handtaschen. Immer gewarnt vor dem Matriarchat. Der Versuch, Politik, boah, die Handtasche sitzt mir quer. Hammer, ne? In der Handtasche liegt ein Zettel, auf dem Zettel steht ein Moderationstext und der geht so. Der Versuch, Politik bürgernah zu machen, endet oft bei politiknahen Bürgern. Also irgendwie am Ende sagt man wieder, will ich nicht sehen. Diesmal war es ganz anders. Man schaut dieser entspannten Runde gerne zu und fragt sich am Ende, was wäre eigentlich anders gewesen, wenn statt Merkel Königin Silvia da gesessen hatte. Währenddessen musste Per Steinbrück in die Open-Air-Garküche der ARD, um mit den Berliner Spaßvögeln Deppendorf und Becker den Stimmungsklassiker Die Hände zum Himmel zu üben. Für 4 Zwecke. Für 4 Zwecke. Ah, die ARD-Jungs lassen hier mal 5 gerade sein. Und damit es nun auch bei RTL etwas politischer wird, stellt Angela Merkel einfach selber die Sonntagsfrage.
Haben Sie eine gute Kartoffelhacke oder muss ich meine mitbringen? Hunderttausende Homeshopping-Fans riefen in der Werbepause sofort bei RTL an, hey, die Kartoffelhacke von dem dicken Mädchen, da könnte ich die haben. Und dann? Weiter geht's mit unserer Sendung an einem Tisch mit Angela Merkel. Ich versuche mal hier als Gastgeber ein bisschen noch Wasser zu verteilen. Frau Ritere, Sie kriegen noch ein bisschen was von mir. Das ist richtig. Frau Bundeskanzlerin, möchten Sie auch noch ein bisschen? Wenn wir da einmal anfangen, also dann ist die Schnittblume und der Blumentopf. Und, worum geht's hier? Schnittblumen? Ja. Ja, eigentlich über Schulverpflegung. Es geht darum, dass der Blumenstrauß auf dem Tisch fehlt. Genau, ja, Entschuldigung. Aber dann hätte man Sie möglicherweise nicht gesehen. Das wäre jetzt auch nicht so gut. War ein Scherz. Entschuldigung. Okay. Und zwar ein Brüller. Viele staunten. Viele RTL-Stammzuschauer, Mensch, Cindy aus Marzahn hat aber abgenommen. Doch Merkel hatte sich ganz einfach voll Profi ins Format eingefüllt. Und das ergaben unsere Recherchen. Auch mit Blumenstrauß hätte man sie noch super gesehen. So, das Briefing an den Fotografen hieß, schwerer Job, du musst völligen Stillstand als dynamische Fahrt verkaufen. Er sagte, es ist keine Hexerei, macht die Bundesregierung seit Jahren. Und so hat er es auch gelöst. Die FDP-Nebelschlussleuchte, Rainer Brüderle und ein gelber Beetle, beide kaum voneinander zu unterscheiden. Brüderle durfte ans Steuer, weil es eh nur um Extreme Outdoor Rumparking ging, Gottes Willen Rainer nicht fahren. Der Rest war zum Glück gefaked. Zur Musik von Elton Johns Dirndl in the Wind steigen die Umfragewerte der FDP alleine wegen dieses Fotos am Wochenende auf 6%. Die Liberalen im Aufwind, texten die Zeitungen. Pech gehabt, jetzt muss Chefwindmaschine Brüderle wahrscheinlich grundsätzlich total zerzaust unter die Leute. Wie Richard Burton 1968. Ey, das ist doch einer Brüderle. Scheiße. Hallo, das ist der Film Candy. Wo Richard Burton die ganze, oder Rainer Brüderle damals die ganze, boah, ich bin voll durcheinander. Oder Brüderle bekommt die Windmaschine, die beim Eurovision Sturm Contest eingesetzt wird. Wickeser. Ja, genau sowas. Rainer Brüderle braucht an seiner Seite eine richtig fette Windmaschine mit ordentlich Wumms. Was nämlich passiert, wenn Brüderle nicht ununterbrochen obenrum sehr konsequent belüftet wird, zeigt der heute veröffentlichte FDP-Fernsehspot. Deutschland geht es gut. Ich möchte, dass es auch Ihnen gut geht. Menschen, die hart arbeiten, denen darf man nicht die Butter vom Brot nehmen. Nee, oder den Wind aus den Segeln. Morgens 6:50, Rainer Brüderle nimmt ein kleines Abendessen zu sich, wie Millionen Hartz-Empfänger ja auch, die zu Hause nichts zu essen finden. Der Mittelstand wird entlastet. Der Soli wird abgeschafft. Löhne und Renten werden weiter steigen. Der Euro bleibt sicher. Privates bleibt privat. Bildung und Aufstieg bleibt für jeden erreichbar. Deutschland bleibt stark. Rot-Rot-Grün ist nicht das Gelbe vom A. Jetzt iss mal was. Kannst du nicht den ganzen Beitrag zutexten? Die FDP als Frühstückchen, es war ein weiter Weg von einer Werbeästhetik wie dieser. Ja, die Opa-Hoppenstedt-Partei, so kam die FDP 1961 auf über 12%. Danken wir Rainer Brüderle, dass wir heute den alten Herren nur noch beim Katerfrühstück zugucken müssen. Ohne die FDP wäre das Land doch vom Winde verweht. Das ist Unsinn. Nur mit uns. Was auch immer. Übrigens, Sie haben es rausgehört, die Duren unter dem Beitrag der FDP sind A-Moll, C-Dur, und jetzt Barré, immer schwer. Und das ist natürlich A House of a Rising Sun. O Mutter, sage deinen Kindern nicht zu tun, was ich getan habe. Ein Leben in Sünde und Elend zu leben im Haus der, wie heißt eigentlich das Haus? Der Thomas Dehler Haus heißt es noch? Ich weiß nicht, wie die auf ihre Werbeideen kommen. Hammer. Im Falle eines Falles sendet WDR wirklich alles. Da sind Sie ja wieder. Und damit das so bleibt, verrate ich Ihnen jetzt, wo Sie diese Sendung, die Sie gerade geschaut haben, gucken können. Im WDR Fernsehen um 23.15 Uhr am Montag, Dienstag und Donnerstag. Bei 1 Festival um 22.45 Uhr am Montag, Dienstag, Donnerstag oder um 20 Uhr am Dienstag, Mittwoch, Freitag. Bei spiegel.de am Dienstag, Mittwoch, Freitag um ungefähr 10 Uhr. Bei YouTube in unserem Tagesschau-Kanal noch am gleichen Abend um 22:45 und bei Google auf dem Election-Portal werden Sie durchgeleitet nach YouTube. Das ist kompliziert, ne? Das klingt nur kompliziert. In Wirklichkeit ist es kompliziert.